Ja, hallo liebe Gamers Globeleser, hallo liebe YouTube-Zuschauer. Wir sind heute im Presence Virtual Reality Center ganz in der Nähe vom Ostbahnhof in München. Und zwar eröffnet jetzt hier offiziell eine VR-Spielhalle, nenne ich es mal, von Hologate, nennt sich das Ganze. Neben mir sitzt der Leif Petersen, der CEO von Hologate. Wie kommt man dazu, eine VR-Spielhalle zu machen? Ja. Also ich bin quasi früh geschädigt. Ich habe Anfang der 90er, weil 93 war es, also quasi ja, 25 Jahre oder sowas her, gab es schon mal Virtuality-Systeme. Und da konntest du tatsächlich auch Multiplayer spielen auf einem Amiga 3000 damals. Und es gab eben Headsets und wurde eigentlich ziemlich schnell schlecht, weil das die Framerate und Auflösung total schlecht war. Aber du konntest mit vier Leuten eben spielen. Und das habe ich damals quasi miterlebt und habe da sehr viel Geld auch schon in der Arcade quasi gesteckt, ganz ähnlich wie das. Nur die Qualität war nicht so gut wie das, was eben heute möglich ist. Und jetzt haben wir eben ein System gebaut, was auf heutigem Standard ist und einfach ganz tolle Grafik liefert und einem wird auch vor allem nicht mehr schlecht. Also ja. Motion Sickness gibt es nicht mehr. Also es ja, man wird sieht, niemandem schlecht. Man sieht, ja. Ich bin ein wenig verschwitzt. Ich habe gerade schon 2 10-Minuten-Partien hinter mir. Einmal PvE, PvP. Vielleicht kannst du dazu mal kurz erklären, wie genau funktioniert das Ganze hier? Weil ich habe es jetzt VR-Spielhalle genannt. Eigentlich ist es ein VR-System für 4 Spieler, richtig? Genau. Also was wir bauen, sind VR-Systeme für im Moment 4 Spieler. Man könnte auch Systeme vernetzen, also 8 Spieler spielen. Im Moment ist es mit 4 Spielern. Und dieses System werden wir anbieten, sodass es eben nach Möglichkeit an viele Locations gebracht wird. Also die Idee ist, dass wir Virtual Reality Spielesysteme Leuten zugänglich machen. Aber die Spiele, das ist, im Moment habt ihr eins, Simurai heißt das? Genau. Das ist eine Eigenentwicklung? Richtig, also wir entwickeln unsere eigenen Spiele. Die sind spezifisch zugeschnitten auf das System. Die Spiele sind im Moment eingetaktet auf eine 10-Minuten-Runde. Das ist eine sehr gute Zeit. Es ist gerade so, dass es sich nicht zu lang anfühlt, aber es ist auch eben nicht so, dass es sich irgendwie zu kurz anfühlt, sondern es ist ja. So gerade der Sweet Spot, wie viel Zeit man in einer Runde in Virtual Reality spielt. Und das erste Spiel ist Simurai. Wir arbeiten da eben auch schon an weiteren Titeln. Simurai ist ein Shooter. Wir werden aber auch andere Spiele haben, die jetzt nicht nur spezifisch Shooter sind. Aber ein Shooter in Virtual Reality ist natürlich mega viel Spaß und deswegen ist das natürlich auch unser erster Titel, den wir auf das System gebracht haben. Ja, ihr habt ja auch eine nachgebildete Waffe. Genau. Also wir haben einen Virtual Reality Gun Controller. Und der ist auch genauso in der VR eben 1:1 drin, also dass man ein haptisches Element hat, was man wirklich anfasst. Und es bringt nochmal einen komplett neuen Level zu der Erfahrung dazu, weil einfach nur Controller zu haben, ist nicht das gleiche wie wirklich ein Gewicht in der Hand zu halten. Habt ihr diesen Controller selber entwickelt? Weil da steckt letztendlich ein ganz normaler Vive-Controller drin, dieser Bewegungscontroller, der ist in der Mitte schon verbaut. Ja. Du benutzt die ganz normalen Buttons von dem Ding, du hast diese Seitentasten für die Mittelfinger zum Beispiel. Die sind im Endeffekt, arbeiten wir mit Partnern in China zusammen und wir haben da eine Fabrik, die diese Controller herstellt und wir haben sie noch leicht für unsere Bedürfnisse modifiziert und darüber kommen jetzt die Controller im Moment. Mhm. Es wird sicherlich auch noch Weiterentwicklungen dann irgendwann dazu geben. Unser System ist modular, also es werden immer wieder Teile dazukommen oder Updates, Upgrades auch auf die Hardware kommen. Das heißt, ihr könnt das System auch relativ leicht von jetzt 4 Spielern im Hintergrund einfach noch mal ins Daneben stellen, auf 8 erweitern? Das ging? Absolut. Also das Spiel jetzt hier im Moment ist genau eben auf 4 Spieler gemacht, aber es ist definitiv die Möglichkeit, quasi ein zweites Hologate daneben zu stellen und dann wären das 4 Spieler gegen 4 Spieler, geht dann vielleicht schon in den E-Sport-Bereich rein, also wirklich teambasiert. Im Moment sind die Teams, wenn man PvP spielt, eben 2 gegen 2. Aber absolut denkbar, eben auch das zu erweitern, ja. Das ginge. Nochmal zur Hardware zurück. Ihr benutzt die ganz normalen Vive, oder nee, ihr benutzt die Business-Version, genau. Ne? Was ist daran anders? Die Business-Version hat im Moment einen sehr viel besseren Headstrap. Mhm. Der sitzt einfach sehr viel besser. Es ist im Endeffekt Klettverschluss Verbände sind ersetzt worden durch so einen Drehmechanismus. Ja, so ähnlich wie man es von der PSVR kennt. Genau, ne? Richtig. Also nur bei der PSVR benutzt es nur einmal ganz kurz, um es einmal einzuhaken und hier kannst du es wirklich von Anfang an zudrehen, richtig? Also es ist mehr wie ein Helm, es sitzt halt viel, viel besser, das Headset. Und es ist einfach viel einfacher anzuziehen, viel einfacher wieder abzumachen. Also es ist jetzt für einen Gebrauch in der Spielhalle, wo einfach viele Leute durchgehen, einfach viel besser als das normale Headset. Ja. Ja, jetzt muss ich auch sagen, ich habe es ja eben schon ausprobiert, das System ist schon relativ idiotensicher. Ihr habt da oben noch so Kabel verlegt, dass man halt
Also ich muss sagen, man merkt es kaum, dass da Kabel dranhängen. Ab und zu, wenn man sich mal ruckartig bewegt, dann merkt man mal ganz kurz, aber es ist nie so, dass man zurückgezogen wird oder so. Ja. Die Sensoren von der Vive, da benutzt ihr insgesamt nur zwei, ist das richtig? Richtig. Also die Lighthouses sind im Moment auf zwei begrenzt. Das ist eine technische Limitierung. Aber Valve arbeitet schon an dem Lighthouse 2.0. Mit dem Lighthouse 2.0 ist es so, dass du beliebig viele Lighthouses haben kannst. Das heißt auch, dass die Fläche, die wir hier haben, beliebig groß wird. Also wir können größere Systeme bauen. Bei der Umsetzung von dem Spiel jetzt hier, gab es da irgendwelche Probleme, auf die ihr gestoßen seid, mit denen ihr am Anfang gar nicht gerechnet habt? Weil ich vermute mal, eure Leute, die das programmieren, die haben vorher auch schon was in Richtung Spiele gemacht, oder? Und genau, also wir haben... Und jetzt erst mal Genau, also mein Hintergrund ist auch, ich habe sehr lange im Bereich visuelle Effekte gearbeitet, also für Filme und Werbung und so weiter, und also Computergrafik mache ich seit 20 Jahren. Das Lustige ist, also die Herausforderung ist natürlich, das Ganze muss 90 Frames pro Sekunde laufen, damit einem nicht schlecht wird, dass es halt in Echtzeit ist. Das heißt, es ist problematisch, solche Spiele herzustellen, weil das absolut am Limit ist von dem, was die Hardware leistet. Und da bewegen wir uns ganz einfach. Also es ist schwierig, solche Dinge herzustellen, aber ich habe mein ganzes Leben lang schon eben an sehr schwierigen Computergrafiken gearbeitet. Also insofern ist es eigentlich auch dann wieder nichts Neues, sondern es ist nur ein neues Element. Ja. Jetzt in diesem Spiel, also man sieht es auch gerade im Hintergrund, die spielen im PvP-Modus und da bewegt man sich mit dieser Portaltechnik letztendlich von Turm zu Turm weiter, um die Türme einzunehmen. Ja. Habt ihr da mal herumexperimentiert mit irgendwie einem zweiten Controller als freie Bewegung? Ja. Also Full Locomotion ist immer ein Problem, weil vielen Leuten schlecht wird. Es gibt User, denen wird nicht schlecht. Und es gibt Leute, die sind sehr anfällig dafür. Es kann auch sein, dass es ein gewisses Ding ist, dass man sich dran gewöhnt. Aber sehr, sehr viele Leute haben Probleme mit Full Locomotion. Vor allem Rotationsbewegungen sind problematisch. Bewegungen, wenn sie einfach nur konstant nach vorne gehen oder auch ein bisschen Beschleunigung oder auch konstant nach oben, sind nicht so das Problem. Aber Rotationen, da wird einem sehr schnell schlecht, weil einfach das Innenohr nicht das Gleiche quasi mitmacht. Also der Gleichgewichtssinn sagt was anderes und einem wird schlecht, wie im Auto hinten eben. Wie denkst du, sieht die Zukunft von VR aus? Also jetzt über ein Jahr sind die ganzen Systeme draußen, ihr habt PSVR jetzt im Oktober ein Jahr und so richtig ins Rollen kommt das Ganze ja irgendwie gerade im Heimmarkt noch nicht. Glaubst du wirklich, dass VR-Spielhallen und Business-Anwendungen die Zukunft sein werden? Ich glaube, dass VR und auch AR in große Bereiche unseres Lebens eingreifen wird. Gerade AR wird eben überall sein. Also Augmented Reality, was jetzt auch eben mit dem iPhone 8 kommen wird, ganz einfach im September. Und irgendwann wird es Gläser geben. Also AR wird noch viel weiter verwendeter sein. HoloLens von Microsoft genau. Zum Beispiel. Die VR wird aber auch einen großen Markt bekommen, einfach weil der Unterschied zwischen AR und VR ist ganz einfach, VR transportiert dich eine Welt und AR bringt was zu dir. Und deswegen kann man VR nicht ersetzen. Also wenn man in einer Fantasiewelt abtauchen möchte, ist es immer VR. Und also es ist ganz klar, zum Beispiel, es gehen immer weniger Leute ins Kino. Also die Zahlen der Leute, die ins Kino gehen, wird immer weniger. Viele Leute schauen heute Serien zu Hause auf Netflix und sowas. Ja. Die Kinos brauchen neue Attraktionen und da sehen wir auch hier was, wo wir definitiv punkten können. Weil Leute wieder ins Kino zu bringen, also VR-Experiences zu machen zu Kinofilmen. Also man kann sich ja super vorstellen, so ein System in vielen Kinos zu installieren, in der Lobby. Und Leute können eine Erfahrung machen, die zu dem Film passt. Zusammen. Das Wichtige ist das Social. Also alleine VR ist was, das ist ein bisschen isolierend. Also man macht was alleine. Es steht einer in der Ecke und guckt quasi irgendwo hin. Aber zusammen was erleben, das ist der große Unterschied. Also das ist auch uns ganz wichtig und das ist auch hier in der Location und das, was wir eigentlich machen, der soziale Aspekt, dass man zusammen was erleben kann und zusammen was spielen kann und mit seinen Kumpels eben, mit seinen Freunden zusammen in eine ganz andere Welt abtauchen und was erleben. Ja. Ja, eröffnet jetzt offiziell, aber seit ein paar Wochen das Soft Opening letztendlich, genau, wo ihr schon mal so in der Testphase wart. Ja. Und ihr habt auch schon normale Besucher hier gehabt. Wie sieht die Zielgruppe bei euch aus? Also welche Besucher kommen wirklich? Habt ihr schon 70-Jährige gehabt, die es ausprobiert haben? Habt ihr schon 6-Jährige gehabt? Alles durch die Bank. Also das Spiel ist ab 12, aber im Endeffekt ist es so, die komplette Bank
Also jeder hat es schon gespielt. Natürlich ist es so, dass es bei Jüngeren ganz einfach mehr ankommen, weil sie Computerspiele oder technikaffin sind, aber wir haben wirklich schon komplett alles bis bestimmt 70 Jahre alt im Hologate gehabt. Du sagtest ja, das Ganze ist ein modulares System. Das heißt, ihr könntet ohne weiteres mit weiteren Spielen erweitern. Habt ihr da gerade was in Entwicklung schon? Genau, also wir arbeiten im Moment an einem Spiel, was auch für Jüngere eben möglich ist, weil Simurai ist ab 12. Wir arbeiten gerade an einem Spiel, das ist ab 6. Da geht es um eine Schneeballschlacht, die auch wieder Multiplayer ist, die dann eben auch schon von Kindern gespielt werden können. Es funktioniert tatsächlich ganz gut. Ab 7 passen die Headsets sehr gut. Und das ist kein Problem. Also das ist wirklich, und die finden das toll. Also die Kids finden das fantastisch, haben auch gar kein Problem damit. Also das ist, das geht. Und habt ihr schon irgendwas geplant, so in Richtung wie für Ältere? Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, Escape Room-Spiele oder sowas, wo jetzt hier jeder hat seinen eigenen Raum und man muss zusammenarbeiten. Habt ihr schon was im Plan? Genau, also wir wollen unterschiedliche Gruppen natürlich abgreifen. Ein Shooter ist klar, hat so seine Zielgruppe. Eine Schneeballschlacht ist so auch schon, sag ich mal, für alle irgendwie. Also kann auch Mutter mit Kind spielen oder so, ja. Aber auch für eben Ältere gibt es Konzepte, wie man Sachen machen kann, ja. Aber jetzt in naher Zukunft oder so noch nicht? Wir arbeiten an mehreren Titeln quasi gerade gleichzeitig. Und es werden dann, wir planen im Jahr 3 bis 4 Spiele auf das System zu bringen. Okay. Dann noch eine Frage zum Abschluss. Wie macht ihr das hier mit der Hygiene? Also auf der Gamescom, wenn du dann einen Anspieltermin hast in VR, die haben dann halt ihre Spraydöschen und da wird einmal abgewischt. Macht ihr das hier genauso? Genau, das machen wir auch so. Ist natürlich Aufgabe des Location-Betreibers. Wir bieten das System an und der Location-Betreiber hat sich darum zu kümmern. Aber hier ist natürlich super, weil schon ganz viel Wissen auch über Virtual Reality ganz einfach schon hier war und da war. Aber auch andere Locations, an die wir gehen, wo es noch gar kein Wissen über Virtual Reality gibt, ist es natürlich so, dass wir ein Training anbieten und den Leuten erklären, dass Hygiene eben auch wichtig ist. Und keiner mag irgendeinen komischen Hautausschlag oder so haben. Das heißt, die Headsets werden immer gereinigt, eben je nach jedem Spiel. Okay, aber so mit der Möglichkeit, diese Schaumstoffdinger auszutauschen, na jeder Runde, das macht ihr nicht. Im Endeffekt ist es so, wir haben die Schaumstoffe gegen Lederbezüge ausgetauscht. Die Lederbezüge sind weitaus einfacher. Es ist Leder, es ist kein Schaumstoff. Du kannst abwischen, dieser Schaumstoff, also mit dem es Standard kommt, das Vive, ist für einen Dauergebrauch ganz einfach nicht gemacht. Also, aber die Leder, also diese Lederumrandungen, die sind prima. Okay. Live, vielen Dank. Super, hat mich gefreut. Ja, danke gleichfalls. Schön, dass ihr hier wart. Ja, und wir werden garantiert noch eine Runde spielen, oder? Ja, er nickt. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Dankeschön, ciao.